Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Top 5 Video. Heute geht es um die Top 5 stärksten Dragon Ball Charaktere. Bevor das Video losgeht, möchte ich kurz noch sagen, dass in dieser Liste keine Fusion und keine Götter drankommen werden. Einfach weil über viele Götter zum Beispiel auch noch gar nicht so viel bekannt ist. Auf Platz Nummer 5 haben wir den ersten und einzigen Charakter aus dem 6. Universum, nämlich Hit. Hit wird auch der fehlerlose Hit bzw. der legendäre Auftragskiller genannt. Das ist schon mal vielversprechend. Die Leute, die die Kämpfe von Hit gesehen haben, werden mir bestimmt zustimmen, dass Hit extrem stark ist. Er benutzt Fähigkeiten, die zum einen mit dem Überspringen bzw. dem Stoppen der Zeit zu tun haben. Beispielfähigkeiten sind zum Beispiel der klassische Zeitsprung oder auch der Zeitkäfig, mit dem er damals sogar fast gegen Jiren gewonnen hätte. Auch wenn Hit in manchen Kämpfen nicht so gut aussah, wie zum Beispiel im Kampf gegen Dyspo, hat er sich meiner Meinung nach definitiv einen Platz in dieser Liste verdient. Es ist halt Hit. Kommen wir nun zu Platz Nummer 4, auf dem sich der Pride Trooper Toppo befindet. Toppo ist ein Charakter, der, ja, ich drück's mal nett aus, eine sehr kräftige Statur hat und außerdem ist er der Anführer der Pride Troopers. Ja genau, diese komischen Leute mit diesen rot-schwarzen Anzügen. Toppo hat mich mit einer Szene extrem überzeugt, nämlich in der Szene, wo er zum Gott der Zerstörung wurde, beziehungsweise das God-Key verwendet hat. Das war schon ziemlich krass. Kommen wir nun zum wahrscheinlich arrogantesten Charakter der Liste. Ganz genau, nämlich Vegeta. Vegeta ist, denke ich mal, ein Charakter, den die meisten von euch kennen werden, da er jetzt in Dragon Ball Super nicht neu erschienen ist und ja auch der Rivale von Son Goku ist. Bevor sich jetzt Leute wundern, dass Vegeta in der Liste ist, möchte ich kurz nochmal sagen, dass es in dieser Liste um wirklich die Stärke geht, die jemand erreichen kann. Ich weiß, in seinem Fall ist der Super Saiyajin Evolution natürlich nicht so leicht erreichbar, aber er hat es geschafft, es zu erreichen und ist dementsprechend auch ein verdienter Platz 3. Denn Vegeta hat es geschafft, im Super Saiyajin Evolution Toppo im Gott der Zerstörung bzw. mit dem God-Ki zu besiegen. Das war ein ziemlich cooler Fight. Kommen wir nun zu Platz Nummer 2, auf dem sich der unglaublich starke Jiren befindet. Jiren ist wahrscheinlich einer der Greys und ist der stärkste Kämpfer aus dem 11. Universum. Das ist schon mal ziemlich vielversprechend. Ich glaube, zur Stärke von Jiren muss man nicht viel sagen. Die, die das Turnier der Kraft, also das Turnier der Universen gesehen haben, werden gesehen haben, dass Jiren unglaublich stark ist. Nichtsdestotrotz wurde dieser Koloss trotzdem besiegt, was wirklich überraschend war, weil er wirklich unglaublich stark ist, also das ist nicht übertrieben. Aber er wurde besiegt und ja, dreimal dürft ihr raten von wem? Ganz genau, natürlich von Platz 1. Kommen wir nun zu Platz Nummer 1, auf dem sich der Protagonist aus Dragon Ball befindet. Ganz genau, nämlich Son Goku. Ich werde jetzt nicht alles über Son Goku erzählen, weil das Video heute sonst wahrscheinlich mehrere Stunden gehen würde. Ich sag nur eins, Son Goku ist wie bereits gesagt die Hauptperson in Dragon Ball und hat bereits viele, viele Male die Erde vor Schurken wie zum Beispiel Cell, Buu, Freezer oder auch Zamasu gerettet. Es ist tatsächlich das erste Mal, dass es der Protagonist in einer meiner Top 5 Listen auf Platz 1 geschafft hat. Meist ist der Protagonist nämlich nicht so stark wie andere Charaktere. Nichtsdestotrotz gehört Son Goku auf Platz 1, denn er hat den unglaublich mächtigen Jiren besiegt. Wie hat er das geschafft? Er hat es nicht mit dem Super Saiyajin geschafft, auch nicht mit dem Super Saiyajin Blue, er hat es mit dem Ultra Instinkt gemeistert und dann Jiren besiegt. Ja, Freunde, das war's mit meinem heutigen Top 5 Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich kann nur jedem, der noch nicht Dragon Ball geguckt hat, empfehlen, es zu gucken. Dragon Ball ist bis heute einer meiner Lieblingsanimes und ja, ist übrigens kein Zufall, dass heute alle Charaktere aus Dragon Ball Super kommen. Es ist einfach so, dass mit jeder Saga die Charaktere immer stärker wurden und deswegen sind hier heute nur Charaktere aus einer Saga vertreten. Ansonsten würde ich sagen, danke, dass ihr dabei wart. Schreibt mir auf jeden Fall mal den eurer Meinung nach stärksten Dragon Ball Charakter unten in die Kommentare. Und ansonsten
Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.